In Aachen ist das Flair einfach einmalig. Also man trifft so viele Reiter aus allen Nationen, aus allen Disziplinen. Und das eben auf kleinstem Raum. Man kann mal eben zum Ressourcenladen rübergehen, da guckt man ein bisschen springen. Und ja, dann geht man mal über die Shoppingmeile. Ist auch total schön, dass eben meine Familie hier ist, mein Team hier ist, viele Freunde, Pferdebesitzer, also ganz viele Partner. Es ist einfach eine Woche, wo sich alle Menschen treffen, die Freude haben an den Pferden. Und da fühle ich mich natürlich auch echt gestärkt. Also mit so einer Rückendeckung und mit so einer Unterstützung. Da reitet man normal so gut. Nicht mehr, genau. Zügelbrücke. Nimm ruhig die Brücke, dann kann er dich nicht. Und so schön sitzen, sitzen, sitzen. Super. Einmal einlegen, Mädels. Greta und Philippa und mein Patenkind Ida. Wir wohnen alle im LKW und machen uns hier so eine richtig coole Woche. Uns geht's richtig gut. Aber es ist ja immer wieder toll, einfach hier zu sein die Woche. Ne? Das ist schon ein Träumchen. Und haben die Kinder auch ihren Spaß? Ne? Ja. Und können auch mit dabei sein. Das mit Bobby, weiß der Bobby? Ich glaube schon. Also Pferde haben wirklich ein gutes Wiedererkennungsgedächtnis und ich glaube schon, dass er genau weiß, wo er ist und wird auch bestimmt alles geben. Super. Marie überwacht die Noten von den offiziellen Hallo Richtern Marie. Reinkommen. Dort sehen wir in Echtzeit, wenn die Noten eintippen und danach präsentieren wir unser SAP Spectator Judging Ergebnis. Wird dann auch auf der Videowand zu sehen sein. Da kommen die Noten auf dem hinteren Laptop an. Und jetzt warten wir mal ganz gespannt, was dabei rauskommt. Ich finde es klasse, weil die Reiter ja sich auch immer freuen, wenn die Zuschauer sich beteiligen. Also oft wird ja auch mal gepfiffen oder es ist ein super Applaus. Oft ist es so, wenn ich grüße und dann weiß ich eigentlich schon so ein bisschen am Applaus der Zuschauer, ob mein Gefühl sich bestätigt, ob ich jetzt ein gutes Gefühl hatte, die sind aus dem Häuschen oder ob sie ein bisschen verhalten sind und dann weiß ich auch manchmal, vielleicht fühlt es sich besser an, aber sah gar nicht so gut aus. Also die Leute, die hier sitzen, ist ja auch Fachpublikum, sonst wären sie nicht hier in Aachen auf der Dressurtribüne und das finde ich toll, dass sie da mitmachen können. Also Normalität hier in Aachen zu reiten, das wird keine Normalität, weil ich glaube, alle Jahre wieder ist es erstmal schon ein Geschenk, dass man durch Leistung überzeugt hat und überhaupt hierher kommen darf. Und wenn man dann mit vier Pferden am Start ist, ist das natürlich noch spannender. Und auch im Dressurstadion, wenn man da einreitet, unter der Brücke her und dann eröffnet sich so das Stadion, das ist einfach ein tolles Gefühl. Mhm.